damit herzlich willkommen zu einem neuen Abenteuer hier im JRE Train Simulator. Wir sind heute auf der Shin-Etsu Line unterwegs und zwar mit einem Nahverkehrszug. Das war ein Wunsch von einem Zuschauer als Kommentar, hat sich das gewünscht, dass wir das fahren. Das machen wir auch. Wir nehmen hier den Local Service nach Nagaroka. Hundertprozentig falsch ausgesprochen. Und ich würde sagen, los geht's mit der Fahrt. いたしました 7時47分発新越線普通列車の長岡行きまもなく発車いたします。閉まるドアにご注意ください。次は黒井に止まります。 Die Strecke selber ist schon am 26. September 23 rausgekommen, kostet aktuell 44,50 auf Steam. Und wir haben die Gesamtstreckenlänge von 136,3 Kilometer. Also die Fahrt wird ein bisschen dauern, nachdem wir hier überall stehen bleiben. So, was sagen so die Entwickler zu der ganzen Strecke bzw. dem Add-on? Die Shin-Etsu-Linie verbindet den Bahnhof Takasaki in der Stadt Takasaki, Präfektur Gunma, mit dem Bahnhof Niigita in der Präfektur Niigita. In der Vergangenheit verband eine einzige Linie den Bahnhof Takasaki mit dem Bahnhof Niigita, aber mit der Eröffnung der Shinkansen-Linie nach Nagoya, heute da Hokuriku Shinkansen, im Oktober 1997, wurden dann der Abschnitt zwischen dem Bahnhof Yokokawa und dem Bahnhof Kadotsuba, ich kann es nicht aussprechen, der parallel zur Shinkansen-Linie verläuft, eingestellt. Das war übrigens so eine sehr interessante Strecke, gerade wegen der krassen Steigung, die sie da hatten, gemäß Wikipedia. Zu dieser Zeit wurde auch der verbleibende Abschnitt zwischen dem Bahnhof Karuizawa und dem Bahnhof Shinonoe an die Shinano Railway übertragen, also ein Privatanbieter, der jetzt die Strecke hier macht.8時30分、大光寺9時1分、終点長岡には9時14分の到着です。列車は4両です。お手洗いは一番後ろの車両に1箇所ございます。車内はお手洗いも含めまして禁煙です。おタバコはご遠慮ください。携帯電話はマナーモードに設定の上、通話はお控えください。ご協力をお願いいたします。次は黒井です。 Thank you for taking this train. This train bound for 長岡。 Irgendwie süß, wenn die da auf Englisch reden. Okay, weiter im Text. Im März 2015 wurde die Verlängerung des Hokuriku Shinkansen zwischen den Bahnhöfen Nagano und Kanazawa in Betrieb genommen und die Verwaltung der Strecke zwischen den Bahnhöfen Nagano und Naoetsu wurde ebenfalls an die Shinano Railway und die Echigo Tokimeki Railway übertragen. Lass mich doch mal quatschen hier. Derzeit wird die Shin-Etsu-Linie, die als JR East betrieben wird, in drei Abschnitten betrieben. Zwischen dem Bahnhof Takasaki und dem Bahnhof Yokokawa, zwischen dem Bahnhof Shinonoe und dem Bahnhof Nagano und zwischen dem Bahnhof Naetsu und dem Bahnhof Niigita. Dieser DLC umfasst den Abschnitt zwischen dem Bahnhof Naoetsu und dem Bahnhof Niigita. Der Bahnhof Omigawa, der sich auf dem Weg zum Bahnhof befindet, ist zusammen mit dem Bahnhof Umishibaru an der Tsurumi-Linie und dem Bahnhof Ikutsun Otsuka an der Senseki-Linie als Bahnhof bekannt, der direkt am Meer liegt. Vom Bahnsteig aus kann man mit dem Sonnenuntergang über den japanischen Meer beobachten und der Zug fährt entlang des Küstenabschnitts des japanischen Meeres zwischen dem Bahnhof Naoetsu und dem Bahnhof Kashiwasaki. Und zwischen den Bahnhöfen Kashiwasaki und dem Bahnhof Niigita fährt er durch ländliche Landschaft, die für die Präfektur Niigita als Reisregion symbolisch ist. So viele Zungenbrecher auf einmal. Das ist schlimm. Ja, also ich bin schon mal der Zukunftsbravura. Ich bin die Strecke schon gefahren. Und wirklich eine der schönsten Strecken, die ich so bisher gefahren bin. Also es ist wirklich abwechslungsreich, wie im Text ja schon stand. Wir fahren da teilweise am Meer vorbei. Wir fahren in den Berg rein. Es geht steil nach oben, steil nach unten. Wirklich schön. Man sieht aber auch,
den Einfluss, den der Shinkansen hatte hier auf die Strecke und dass die größten goldenen Zeiten von der Strecke eigentlich schon vorbei sind. Wir werden diverse Gleise sehen, die disused sind, die Bahnhöfe schauen jetzt auch nicht mehr so taufrisch aus und man merkt, früher war da viel mehr Verkehr, als wie es jetzt ist. Aber immerhin nicht komplett aufgelassen, die ganze Strecke. Jetzt halt einfach nur als Privater halt betrieben. Auf Wikipedia habe ich jetzt nochmal nachgesehen bezüglich der Sektion, die geschlossen ist, also der Usui Pass. Das waren 66,7 Promille, also 6,67 Prozent. Und auf Wikipedia ist sogar ein Video verlinkt, wo man hier noch ein paar Aufnahmen sieht von der Alpenstrecke, inklusive dem Rollmaterial. Wenn ich dran denke, verlinke ich euch das Video in der Videobeschreibung. Schaut euch das mal nach dem Video hier an, wenn euch das interessiert. Stand 2023 haben wir momentan einen Limited Express Service von Naoetsu nach Niigita. Der fährt viermal am Tag. Und ein Rapid Service von Naoetsu nach Niigita fährt einmal am Tag Naoetsu Nagaoki. Dreimal nach Nagaoki und zweimal nach Naoetsu pro Tag. Und Nagaoka nach Niigita einmal noch. Ansonsten die Local Services bis Regio Service von Naoetsu nach Nagaoka alle 60 Minuten bis alle 2 Stunden fährt da einer. Nagaoka und noch Nizu alle 60 Minuten und bei der Rush Hour alle 20 Minuten und nach Nizu, nach Niigita alle 20 Minuten bzw. alle 5 bis 10 Minuten bei der Rush Hour. Und es gibt sogar so einen kleinen Exkursionszug. Ja, also der Exkursionszug, der hier auf der Strecke noch unterwegs ist, das ist der Koshino Shukura. Der wird von JR East betrieben, quasi als Aussichtszug seit 2014, wenn das so stimmt, gemäß Wikipedia. So, Saigata, wollen wir jetzt gleich anhalten, wurde 1897 eröffnet und Passagierstatistiken aus dem Fiskaljahr 2015 waren ungefähr 700 Passagiere pro Tag. Unser nächster Halt wird sein Dosokohama Station. Die Station ist relativ jung, die wurde erst 1960 eröffnet. Passagierdaten gibt es leider keine dazu und auch sonst eigentlich nichts Nennenswertes. Also typische Pendlerstationen, die wir da gleich sehen werden. So, grundsätzlich auf dem Abschnitt, auf dem wir hier unterwegs sind, sind diverse Baureihen unterwegs. Das wären die Serie 115 als 3-Wagen-Variante für den Express-Service. Dann die Baureihe E129, entweder als 2-Wagen-Konfiguration oder 4K, also 4-Wagen-Varianten.
ET127 als 2K-Variante und der I653-1100 mit 4 Wagen.次は停車です。So, während wir da ein bisschen rumstehen, gehen wir mal ein bisschen auf die Geschichte ein von der Mainline. Da wird es jetzt ganz viele Zahlen für euch geben. 1885 ist die Strecke Takasaki nach Yokogawa eröffnet worden durch die japanische Staatsbahn. 86 Eröffnung der Strecke Naoetsu nach Sekiyama und 88 Eröffnung der Strecke Sekiyama Nagano nach Karuizawa. Oh, schlimm. 1893 war der Bau der Abt-Zahnstangenstrecke durch den Usui-Pass, um den Höhenunterschied von 552 Meter zwischen Yokogawa und Karuizawa zu überwinden. Den Tunnel zu der Strecke werden wir dann später noch sehen. Wir hatten auf 1 Kilometer eine Doppelspur. Und bis zur Eröffnung von der Linie gab es dann eine Pferdebahn. Dann Elektrifizierung und Modernisierung. 1897 ist die Hokuetsu Railway eröffnet worden. Und die Strecke. Und die Strecke zwischen Naoetsu und Nagaoka war elektrifiziert. 1904 Verlängerung der Strecke bis Nigita. 1907 Nationalisierung der Hokuetsu Railway und 1909 gab es eine Ausschreibung zur Elektrifizierung von einer Zahnstangenstrecke und da wurde eine deutsche Firma und General Electric beauftragt. Die Elektrifizierung hat so ausgeschaut, dass man 1912 eine dritte Schiene mit 600 Volt DC ran gemacht hat. Und das war so die allererste Variante in Japan, dass man hier Third Rail hatte. Ab 1917 bis 20 hat man dann Doppelspurausbau gemacht zwischen Karuizawa und Nagano. 1932 zwischen Nagaoki und Miyako. Und das ging dann weiter bis 1973, bis dann alles auf Doppelspur war. Die Elektrifizierung hat 1947 begonnen auf der Strecke Michiyaho nach Nagaoka mit 1500 Volt DC und abgeschlossen auf der Mainline war die Elektrifizierung 1969. Das ist soweit zu den Fakten von der Mainline. Aber so generell mit den Passagierdaten ist es hier nicht so geil mit den Bahnhöfen. Also ich habe mir mal die nächsten 3-4 Bahnhöfe so angeschaut, wo halt Daten verfügbar sind. Und wie der Bahnhof, wo wir jetzt gerade sind, da ist zumindest im Jahr 2016, sind es da ungefähr 160 Passagiere pro Tag gewesen. Ja, werden halt vermutlich auf den Shinkansen ausweichen oder irgendwie anders Verkehr haben. Aber sie ist jetzt nicht extrem ausgelastet, die Strecke hier. Und Güterverkehr noch weniger.
Und damit würde ich sagen, übergebe ich euch mal der Fahrt an sich. Schaut euch ganz genau die Bahnhöfe an und vor allem dann die Meerpassage und schaut, ob ihr den alten Tunnel noch entdecken könnt. Interessante Stationen sind auch noch Kashibasaki, da gibt es Anschluss an die Echigo-Line, Miyoyauchi an die Choetsu-Line, Nagaoka haben wir Anschluss an den Choetsu Shinkansen und Higashi Sanyo an die Yaiko-Line. Was sind das alles für Namen? Mitsu ist dann wieder was Größeres, Uetsu Mainline und Banetsu Westline und dann in Nigito ebenfalls wieder Shinkansen, Akushin-Line und Echigo-Line. Das soweit die Highlights von den größeren Bahnhöfen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Mein Anhalten ist teilweise ein bisschen chaotisch, das sei zu entschuldigen, aber die Strecke ist echt schön. Wenn es euch gefallen hat, schreibt es unten in die Kommentare rein. Und jetzt erstmal viel Spaß bei der Mitfahrt.次は停車です。次は柿崎です。
まもなく柿崎です。3番線に到着いたします。お出口は右側です。次は停車です。次は米山です。終了しました。
もなく米山です。お出口は左側です。次は停車です。次は停車です。次は笠島です。笠島です。お出口は左側です。列車とホームの間、広く空いている箇所がございます。降りの際はお足元にご注意ください。停車です。
次は大見川、大見川です。近江川、近江川です。お出口は左側です。クジラ波です。まもなくクジラ波です。お出口は左側です。
次は停車です。次は停車です。次は柏崎です。柏崎です。1番線に到着いたします。お出口は左側です。お乗り換えのご案内をいたします。越後線出雲崎噴水方面普通列車吉田行きはお時間空きまして10時46分乗り場0番線です。お降りの際は車内にお忘れ物、落とし物をなさいませんようお気をつけください。まもなく柏崎に到着です。1番線お出口は左側です。次は停車です。
終了しました。次は茨目です。まもなく茨目です。お出口は左側です。次は停車です。次は停車です。次は安田です。
もなく安田です。お出口は左側です。次は停車です。次は北条です。北条です。お出口は左側です。次は停車です。
次は越後広田です。まもなく越後広田です。お出口は右側です。次は停車です。次は長鳥です。まもなく長鳥です。お出口は右側です。
は停車です。次は停車です。次は塚山です。まもなく塚山です。お出口は左側です。次は停車です。
次は越後岩塚、越後岩塚です。まもなく越後岩塚、越後岩塚です。お出口は左側です。停車です。次は来光寺、来光寺です。
線しました。来光寺です。お出口は左側です。ガターン終了しました。次は停車です。次は前川です。まもなく前川です。お出口は左側です。
次は停車です。次は停車です。次は宮内です。宮内です。3番線に到着いたします。お出口は右側です。お乗り換えのご案内をいたします。上越線越後川口六日町方面普通列車みなかみ行きはお時間空きまして10時39分乗り場2番線です。お降りの際は車内にお忘れ物、落とし物をなさいませんようお気をつけください。まもなく宮内に到着です。3番線、お出口は右側です。停車です。
次は終点長岡、長岡です。ご乗車くださいましてありがとうございました。まもなく終点長岡、長岡です。2番線に到着いたします。お出口は右側です。お乗り換えのご案内をいたします。上越新幹線トキ314号東京行きは9時52分。乗り場新幹線ホーム12番線です。トキ305号新潟行きは9時29分11番線です。在来線のご案内をいたします。新越線三つ家東三条新津方面快速列車新潟行きはお時間空きまして10時29分4番線です。普通列車新潟行きは10時38分5番線です。お降りの際は車内にお忘れ物落とし物をなさいませんようお気をつけください。本日も JR 東日本新越線をご利用くださいましてありがとうございました。まもなく終点の長岡に到着です。2番線、お出口は右側です。次は停車です。次は停車です。Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.